Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam ein Paket bei mir an. Es ist tatsächlich mal wieder ein Paket und kein Päckchen von der lieben Alexandra. Mit der hatte ich ja tatsächlich auch schon das ein oder andere Trash-Paket gemacht und sie hat gesagt, Mensch Claudi, wunder dich nicht, da kommt noch ein Paket. Ja, also wenn du wissen möchtest, was sich in diesem echt schweren Karton verbirgt. Oh! Das ist echt schwer. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier drin ist. Und wir hatten doch letztens erst ein Trash-Päckchen gemacht und haben da echt, also uns viel geschickt. Also ich habe ihr ganz viel geschickt und sie hat mir ganz viel geschickt. Und das waren Produkte im Wert von ungefähr 250 Euro. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was sich jetzt hier drin verbirgt. Und ich bin sehr gespannt. Und sie sagte auch schon, dass ich schimpfen werde und sie hat recht. Also, Alexandra, das ist nicht nötig, ne? Ich weiß nicht, was drin ist, aber es ist nicht nötig und es soll auch nicht sein. Und mach das nicht. Mach das nicht. Echt nicht. Nein, gib nicht dein Geld für mich aus. Das ist nicht gut. Ach, du ahnst es nicht. Also damit kann ich dann leider in der Art und Weise keinen Thumbnail machen, weil es so schwer ist, dass ich das leider nicht halten kann. Naja, so. Wir gucken jetzt erstmal, was der Autor sich dabei gedacht hat. Alexandra, was hast du dir dabei bitte gedacht? Hallo liebe Claudia, ich habe dir ein Überraschungspaket gepackt. Einfach so, weil ich dich gerne habe und hoffe, du freust dich über die Produkte. Mit ganz lieben Grüßen, Alexandra. Ein Überraschungspaket. Ich raste aus. Okay, ich greife einfach mal rein. Und nimm erstmal die Produkte raus, die nicht verpackt sind. Also, da habe ich erstmal von Neutrogena die Pure Boost für tiefenreine Haut. Eine Tonerdemaske, die ich sowas von heute Abend benutzen werde. Das ist ja mega geil. Die hatte ich auch schon mal, als man im Rossmann so Sachen gratis dazu kriegen konnte. Und ja, die wird ausgetestet, weil ich habe aktuell auch wieder so ein paar Unreinheiten. Also hier und hier sind weggehende Unreinheiten, sagt man das so? Ich habe die soll man nicht, habe ich. Bleiben wir am zurück. Ist eine doofe Idee gewesen. Und ja, da ne, tut sich das ganz gut. Jetzt auch im Urlaub ist es ganz schön. Da werde ich sowieso mehr Masken machen. Dann hat sie mir von Real Techniques ein geil Miracle Sculpting Sponge mit reingepackt. Den muss ich mal ausprobieren. Der ist so ganz besonders, ne? Der sieht ja geil aus. So sieht der aus. Und guckt euch den mal an. Der ist ja verrückt. Der hat hier oben erstmal so eine Kuppelform. Dann ist er hier unten rundlich. Und ist hier unten dann auch noch abgeschrägt. Sieht man das? Ja, ne? Witzig. Ich liebe die Schwimmer von Real Techniques. Guck, hier oben ist er auch noch abgeschrägt. Der Wahnsinn. Cool. Wird getestet, auf jeden Fall. Mega. Dann hat sie mir hier beigepackt von Basica. Mit Basica zu voller Leistungskraft, Säureabbau. Genau, das sind ja diese ganz normalen. Die kennt man ja. Die sind ganz gut, wenn du Sodbrennen hast oder so. Das tut dann mal ganz gut. Dann, das werde ich, glaube ich, auch gleich mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Von John Frieda. Verwandelt feines Haar von innen heraus für Kraft und maximales Volumen. Das ist die, das Shampoo und ein Volumenkonzentrat. Okay, das wird mal ausgetestet. Okay, hier steht hinten drauf, für gefärbtes Haar geeignet. Das habe ich jetzt nicht. Aber das heißt ja wahrscheinlich, dass man das auch für gefärbtes Haar verwenden kann. Die wird wahrscheinlich weiter wandern, weil ich da nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht habe, weil die bei mir nicht so viel gebracht hat von Ico. Dieses Thermal Treatment Wrap Detox and Balance Mask, ne? Ich meine, dass ich nicht alles aus dieser Box behalten kann, ist doch klar, oder? Weil ich habe hinten meine Kisten voll, ich bin ja immer wieder am Aussortieren. Ah, ne? Also so viel kann ich ja gar nicht verwenden. Genau, aber das wird weiter wandern, ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich das in der Verlosung packe oder so. Wollen wir das vielleicht so machen, dass ich jetzt hier in diesem Video tatsächlich auch direkt Produkte verlose? Ja, machen wir. So, da rutscht als erstes in die Verlosung diese Haarmaske mit rein. Dann habe ich hier nämlich auch schon das nächste. Da habe ich auch schon einige Backups von bei mir im Schrank von Shabens Multi-Effekt Masking. Das ist mit Heilkreide, Himbeere und Lakritz, was du halt entsprechend auf die verschiedenen Hautpartien packen kannst. Und Leute, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Das packe ich auch mit in die Verlosung, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Dann habe ich hier, das ist gut. Das werde ich auch benutzen. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay, von Garnier Wahre Schätze. Genau, das ist die Honiggeheimnisse-Maske. Der stärkende Reparierer, eine Tiefenpflegemaske.
Kia T London Paint Pots. Das ist ein Nagellack. Ach, guck mal. Der ist hübsch, ne? Aber ob der sich auf den Füßen schön macht, weil der halt so einen Grauschleier mit drin hat. Ich mag lieber so knallige Farben auf meinen Füßen. Das heißt, den packe ich euch auch mit in die Verlosung. So. Und jetzt haben wir hier nur eingepackte Sachen. Fangen wir hiermit mal an. Gesichtsentspannung. Und meine Herren, Alexandra. Wie süß, oder? Da ist ein Einhornsticker mit drauf. Ach, mein Gott. Wow. Entspannung Deluxe. Perle und Hyaluronsäure. Das wird getestet. Das ist eine Gesichtsmaske. Bestätigte Wirksamkeit. Das sind zwei Sachets. Dann Luvos Heilerde. Die Reinigungsmaske für schöne und gesunde Haut. Die hatte ich letztens selber mit in die Box. Die kommt jetzt direkt mit in diese Videoverlosung mit rein. Von Biore. Das ist auch super. Das ist so ein Zwei-Step-Gedöns. Einmal die One-Minute-Thermomaske und unten drunter dann diese Aktivkohle-Patches für die Nase. Und da ich hier nochmal die Originalpackung in groß habe, von eben genau diesen beiden Sachen, also die werde ich auf jeden Fall behalten, denn die habe ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken, aber ich glaube, die habe ich noch nicht, die Nasenstrips. Aber die One-Minute-Thermomaske, da habe ich jetzt, glaube ich, mit diesen zusammen drei Backups schon. Das heißt, dieses hier wird auf jeden Fall mit in die Verlosung wandern. Das ist eine richtig tolle Maske. Mache ich mir wirklich gerne so, wenn ich unter der Dusche bin und mich einseife. Dann kann man das eben aufs Gesicht machen, hat dann für eine Minute diese Maske drauf und kann die dann direkt unter der Dusche wieder abwaschen. Super toll und einfach und schnell und so, ne? Deswegen, das kommt mit in die Verlosung. Genau, und das hier werde ich mir als Set auch mal aufbewahren. Für deinen Schatz. Okay, Alexandra, der wird mir den Körper preisen. Der sagt immer, er hat schon so viel Duschgele. Hat mir letztens erst gezeigt, was der alle hat. Das habe ich, glaube ich, in deinem in dem Unboxing von deinem Trash-Paket auch schon gesagt. Und der ist da schon so gesättigt. Er ist nicht so wie ich. Ich sage, das ist eine Sammlung und er sagt, das ist ein Verbrauchsgegenstand und da brauche ich nicht so viele von. Aber ich kann ihn ja mal fragen. Von Isana Code Creme Dusche von Lukas Rieger heißt der, glaube ich. Ich kenne den nicht. Bin nicht so der Sportmensch. Oh, das riecht aber ganz gut. Riecht halt männlich frisch, ne? Wirklich frisch. Berlin, die Stadt, die niemals schläft. Lukas hat sein zweites Zuhause gefunden. Hier ist das Album Code fertig geworden. Ach, das ist... Oh, Lukas? Das ist ein Sänger. Ich weiß nicht, ich kenne Lukas nicht. Lukas arbeitet in Berlin und da. Lukas arbeitet in Berlin daran, seinen Traum zu verwirklichen. Kokos und Pfirsich beleben dich, so wie dich Berlin belebt. Code, der Duft der Metropole. Okay. Ja, frage ich ihn mal. Ansonsten kann ich meinen Papa fragen, weil mein Papa hat auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Meine Stiefmama fährt auch sehr oft noch nach Berlin zu ihren Töchtern. Ja. Weiter geht's. Long hair. Ich habe langes Haar. Ich verstecke es aktuell in meinem Dutt, aber irgendwie, mir ist so nicht so nach offenen Haaren zurzeit. Ich frage mich nicht, warum. Irgendwie mag ich das aktuell nicht so gerne. Das sieht echt toll aus. Protein Repair Intensive Conditioner mit Almond and Shea. Ach super, for dry damaged hair. Ja, das habe ich. Ich glaube, das hattest du mir tatsächlich auch mal als kleine Größe geschenkt. Und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Das hat mir gut getan. Weiter geht's. Haarig gut. Du willst meine Haare verwöhnen, ich merke das wohl. Das ist von Petite Maison, das Anti-Pollution Shampoo. Das hatte ich schon mal, das mochte ich nicht so gerne. Deswegen wird auch das jetzt in die aktuelle Verlosung für in diesem Video weiterwandern. Ich mochte den Duft einfach nicht so gerne. Nee, das riecht mir einfach zu krass. Das mag ich nicht so gerne. Deswegen, das kommt jetzt hier mit in die Verlosung. Schöne Füße. Die braucht man. Ich finde, dass die Füße, die tragen dich doch den ganzen Tag. Und wenn du da nicht zusiehst, dass du die entsprechend pflegst und dich um die kümmerst und dass es denen gut geht, dann wirst du auch Probleme im Leben bekommen, weil da gehen auch viele Krankheiten von aus. Also sollte man da immer zusehen, dass man sie halt pflegt und sich drum kümmert. Wonach riecht Glück? Für Leichtfüße. Ein Fußsprudelbad mit Bio-Calendula und Mandarine. Ach, das ist schön. Das gefällt mir von Dresdner Essenz. Dankeschön. Glück ist, wenn du dir endlich wieder Zeit für dich nimmst und zu dir findest und dich daran erinnerst, dass du einfach wunderbar bist. Für diese Momente haben wir besonders abgestimmte Kompositionen kreiert, die dich und deine Haut mit natürlichen Essenzen verwöhnen. Aus Liebe zu dir und zur Natur, 100% Naturkosmetik, 100% vegan. Cool, das ist freundlich. Es riecht schon sehr, sehr lecker daraus.
Danke. Barborium. Barborium. Ist das von Barbor? Ey, mach keinen Blödsinn hier. Oh. Du sollst nicht so viel Geld ausgeben. Energizing. Das ist ein Bodysorbet. Eine Körperlotion dann quasi. Oh, das wirkt sich schön an. Riecht mir aber irgendwie zu frisch. Bin ich ehrlich, das riecht nach Zahnpasta. Das ist nicht unbedingt was für mich. Ich bin ja eher so der fruchtige Mensch. Das kommt jetzt hier mit in die Verlosung, auch wenn ich es jetzt einmal geswatcht habe, aber es kommt jetzt hier mit in die Verlosung mit rein. Ist nicht mein Duft. Mag ich nicht so gerne. Ein Favorit von ihr. Mit diesen süßen Sternchen drauf. Die Sticker sind voll süß. Das ist ja geil. Von Hypoallergenic. Da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, mir die Produkte zu kaufen. Aber wir haben hier keinen Müller. Und sich das schicken lassen geht auch irgendwie nicht von Müller. Und ich weiß nicht, wo man das sonst herbekommt. Das ist ein Anti-Redness Primer. Der wird ausgetestet. Richtig toll. Moisturizes, also der gibt Feuchtigkeit. Der hat eine leichte Formulierung. Und der macht, dass das Make-up länger hält. Oh, das ist ja cool. Dankeschön. Jetzt könntest du Gedanken lesen. Das ist toll. Das gefällt mir. Und der ist echt grün, ne? Wie geil. Danke. Ach Mensch. Machst mich ganz verlegen hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gepflegt schön hat sie hier drauf geschrieben. Und dein Einhorn lächelt mich an. Ich hoffe, dass du die Sachen alle zu Hause hattest. Und nicht, dass du die irgendwie jetzt alle für mich gekauft hast. Weil dann wäre ich dir ganz schön böse, Alexandra. Das muss ich dir ja wirklich mal sagen, ne? Weil das sollst du nicht. Das weißt du, das sage ich immer wieder. Und das sollst du nicht. Das ist gut, den hatte ich schon mal. Von Rituals, den Ritual of Namaste Purify, das ist so ein Reinigungsschaum. Und der hat mir ganz gut gefallen, den kann man ganz gut haben. Und ich habe, glaube ich, im Aufgebrauch-Video auch gesagt, dass ich den ganz gut fand, aber dass ich mir den nicht nachkaufen würde aufgrund von zu teuer. Jetzt habe ich ihn wieder da. Danke. Dann habe ich hier von Douglas ein Light Foam Make-up Remover. Sehr, sehr gut. Face and Eyes, das ist mit Kornblumenextrakt. Und das ist ja echt cool, ne? Mega geil. Dankeschön. Das ist echt cool. Und dann drückst du oben drauf und dann kommt ein Schaum raus. Und dann kann man sich das Make-up runternehmen. Das ist toll. Gefällt mir. Und von Yves Rocher, Shower Balm mit Shea Butter für extra trockene Haut. Ein Duschgel ist das. Das ist ja auch cool. Yves Rocher, ich muss da mal wieder irgendwie zu finden, ne? Das ist immer mal wieder... Ja, das riecht eigentlich ganz gut. Dass ich drüber nachdenke, mir sowas zu holen, aber dann denke, damals habe ich so viel von Yves Rocher gehabt, ne? Ach, du ahnst das nicht. Noch ein Favorit von ihr. Ein Deo? Nee. Doch. Ich bin gar nicht so hier verkehrt unterwegs. Das ist von Freiöl ein Deo-Spray. Reguliert und schützt. Und das ist ja so ein richtiger Pumper ist das, ne? Das ist nicht so ein Aluminium-Deo, wie man das normalerweise kennt. Das finde ich toll, das gefällt mir. Sprühen wir. Huch. Es riecht nach nichts. Einfach nur nach Creme. Das ist cool. Das wird benutzt, sobald mein nächstes leer ist. Und das finde ich gut. Ein Antitranspirant ist das auch noch. Guck an. Schön, danke. Das ist cool. Das freut mich gerade wirklich. Reguliert die Schweißbildung, schützt wirksam vor unangenehmem Körpergeruch und mit antibakteriellem Wirkkomplex, erfrischt und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Jo. Ne? Soll man übrigens vorher schütteln. Ja. Ein Urlaubstrio. Okay, die Marke kenne ich jetzt so gar nicht. Anatomicals. We only want you for your body. Shampoo and Conditioner ist das. Da hatte ich jetzt mit dem Klebeband wahrscheinlich die Schrift so ein bisschen weggemacht. Also einmal Shampoo und Conditioner in einem. Das ist interessant. Das kommt hier oben raus. Ey. Ja, das riecht eigentlich nach einem ganz normalen, relativ leicht parfümierten Shampoo. Sagt mir gar nichts, die Marke. Die kenne ich gar nicht. Eine Bodylotion haben wir hier. Not another rough day, please. Bodylotion. Warum ist da ein Auto? Ein Auto, was von einem... Guckt euch das mal an, das Bild. Es wird von einem Kometen getroffen. Hä? Was ist das für eine Marke? Oh, die riecht aber sehr frisch. Die fühlt sich schön auf der Hand an oder auf der Haut vor allem. Aber die ist nichts für mich. Nee, die riecht zu kräuterig. Das ist nichts für mich. Die kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Are you looking to get picked up? Reviving Body Wash. Das ist dann wahrscheinlich einfach ein Duschgel.
Und da hebt die Lady ihren Typ hoch. Ja, wir Frauen, wir haben es einfach drauf, ne? Das kommt auch mit in die Verlosung. Das riecht mir auch irgendwie zu frisch. Da fehlt noch der Kick. Und einfach, um es abzuschließen, mache ich da auch dann dieses Shampoo und Conditioner in einem mit rein, weil da fehlt mir der Bums. So, was haben wir hier? Gut getrennt. Okay, das sind Lackierhilfen. Das ist von Ebelin. Und das kannst du dir so zwischen die Zehen stecken. Und dann, ne? Batschen deine Füße nicht aneinander. Ich persönlich brauche sowas nicht, weil wenn ich, also ich laufe hier eh ständig barfuß rum bei uns zu Hause. Auch wenn wir hier fast überall Fliesen haben, haben wir doch für die kalten Tage auch noch Fußbodenheizung. Und ansonsten, jetzt zum Beispiel, ist es jetzt echt kein tolles Wetter, ne? 15 Grad, aber ich renne hier trotzdem ständig barfuß rum, weil ich das einfach mag. Und deswegen trocknet bei mir der Nagellack auch wohl. Das heißt, es kommt auch mit in die Verlosung, weil da kann ich nichts mit anfangen. Das macht dann sehr wenig Sinn, wenn ich das bei mir habe. Da soll jemand anders sich drüber freuen, hoffe ich. So, hier haben wir Must Have. Das Einhorn sieht aber ein bisschen creepy aus, oder? Das finde ich ja geil. Alexandra, du kriegst gleich eine Sprachnachricht von mir. Die wirst du ja kriegen, bevor du dieses Video siehst, ne? Da wird es mal geschimpft. Das kannst du doch nicht machen. Mann. Das sind neue Produkte hier, ne? Du kannst hier nicht so viele neue Produkte reinmachen. Ich weiß nicht, ob du einfach nur aussortiert hast und dich dann von Backups getrennt hast, aber... Nicht tun. Menno. Kriege ich ein ganz schlechtes Gewissen. So, zwei Mascaren haben wir hier drin. Und ja, das, was gerade geknackt hat, war mal wieder meine Hüfte. Ich bin im knackigen Alter. Von Essence. Die I Heart Extreme oder I Love Extreme Volume Mascara. Improved Formula. Ja, die kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Die muss noch ausgetestet werden. Ja, die habe ich noch gar nicht getestet. Und hier von... W7 Absolute Lashes. Und das soll wahrscheinlich das Dupe zu der sein, die meine liebe Jana so sehr liebt. Ich sage immer wieder, dass sie so lieb und so toll ist. Und ich habe sie echt gerne, obwohl wir uns noch nie im wahren Leben ernsthaft getroffen haben. Aber, ne, man hat ja anderweitig Kontakt. Naja, auf jeden Fall die Benefit, They Are Real Mascara. Das ist allein vom Packaging her schon genau die. Und da bin ich jetzt einfach mal neugierig und gucke mir das Bürstchen an, weil das von der They Are Real Mascara ist ja so richtig stachelig. Und das ist dieses hier auch. Ja. Ich glaube, das muss ich echt mal austesten. Und wenn ich dann Jana sagen kann, dass es so ziemlich ein toller Dupe ist, dann wird die wahrscheinlich Luftsprünge machen. Ich glaube, ich habe auch noch die They Are Real Mascara hier. Muss ich mal gucken. Weiß ich nämlich nicht genau, aber mega. Dankeschön. Puh, Körperliebe. Haben wir hier als nächstes? Das Einhorn hat es leider nicht geschafft. Das hat Xe im Auge. Was heißt bei der Comic-Szene Xe im Auge? Ne? Weißt du Bescheid? Armes Einhorn. Da habe ich hier ein Duschpeeling von Anne Lindt. Cranberry. Das kenne ich auch noch gar nicht, ne? Anne Lindt, die Marke sagt mir auch gar nichts. Wird getestet. Also riecht jetzt so eigentlich sehr fruchtig. Das mag ich ja gerne. Gut gereinigt haben wir hier. Oh ja, das steht bei mir auch aktuell tatsächlich unter der Dusche. Und zwar haben wir hier von Triacle Moon das Papaya Summer Körperpeeling. Und Leute, das ist toll. Das habe ich vorgestern Abend noch benutzt. Und ich kann euch das auch wirklich empfehlen. Und da ich jetzt ja zwei habe, Anne Lindt und Triacle Moon, geht Triacle Moon in die Verlosung. Weil ich das jetzt aktuell in Verwendung habe und ich auf Anne Lindt gespannt bin und das noch nicht verwendet habe. Aber das hier habe ich jetzt aktuell. Ich finde es gut, ne? Also ich tue es jetzt nicht in die Verlosung, weil ich es nicht mag, sondern weil ich es einfach gerade in Verwendung habe. So, genau. Das riecht echt toll nach Papaya. Ich mag Triacle Moon. Sehr, sehr toll. Danke, dass du mir das mit reingemacht hast, aber ich kann doch nicht so viel. Ich habe nur einen Körper. So. Trinkst du gerne? Hat sie hier drauf geschrieben. Irgendwas Antialkoholisches auf jeden Fall. Okay, ich hab's gerafft, ja. Das ist eine Dusche, ein Schauergel. Das kannst du sowohl als Duschbad als auch als Schauergel nehmen. Und das ist mit Kaffeegeruch. Ich pack das so aus, guck oben drauf und denk mir, Frosche, die machen doch keine Getränke. Nee, geil, cool. Das wird jetzt erstmal gerochen. Ich glaube, du bist ein großer Fan von Yves Rocher. Jedenfalls wirkt das auf mich so. Du schickst mir viele Yves Rocher-Sachen. Das eröffnet mir wieder neue Möglichkeiten. Oh mein Gott, das riecht echt nach Kaffee. Nach richtig geilem Milchkaffee. Das wird auf jeden Fall verwendet. Da ich eigentlich
abends dusche und nicht morgens, ist Kaffee unter der Dusche eigentlich nicht so meine erste Wahl, aber ich werde es mal ausprobieren. So, gut für die Haut, schreibt sie hier mit drauf. Dieses Einhorn, Leute. Ich raste aus, wie niedlich das ist. Nivea Body Mousse, 48 Stunden, verwöhnende Pflege, zieht schnell ein mit Wild Raspberry und White Tea für trockene Haut. Also, oh, Raspberry ist doch Himbeere, ne? Oh, das ist ja voll meins. Nom. Hier reiben und Duft erleben. Oh ja, das wird toll. Danke. Oh Mann, das hört immer noch nicht auf. Für deine Mutti hat sie hier drauf geschrieben. Für meine Mama. Meine Mama sehe ich nächste Woche. Wir gehen nämlich shoppen. Immer wenn ich Urlaub habe, gehen wir shoppen. Nein. Das ist so geil. Sebamed Pflegedusche mit Wildrose und Süßmandelöl. Ey, wenn ich meiner Mama sage, dass sie jetzt auch schon von meinen Zuschauern mitbedacht wird, ne? Dankeschön. Mega geil, da wird die sich drüber freuen. Ach, guck an. Medizinische Hautpflege, ja. Das ist was für sie. Dankeschön. Oh, das riecht aber auch gut, ne? Aber es bekommt sie. Du hast es draufgeschrieben, dann bekommt sie das doch. Richtig cool. Oh, wundervoller Duft hat sie geschrieben. Oh Mann, diese Einhörner. Die sind so niedlich. So, jetzt fokussiert er das auch. Unfassbar süß. Kriegt man die her? Ich meine, ich klebe mir die jetzt nicht an meine Tapeten und so. Aus dem Alter bin ich ja mittlerweile raus. Aber ich finde die einfach hübsch, wenn die Sachen damit eingeschmückt sind. Isana Duschgel, Festival Love. Duftet nach Vorfreude und Jasmin. Wie rieche ich denn Vorfreude? Love, Peace and Sun. Guck an. Das habe ich schon mal in irgendeinem Neuheiten-Video gesehen von jemandem. Und jetzt will dieses T-Shirt nehmen. Danke. Das wollte nicht loslassen. Habe ich schon mal gesehen und habe mir gedacht, wie riecht Vorfreude? Und riechen wir mal. Das riecht echt schön. Oh, dieser Jasminduft ist toll. Aber wie Vorfreude riechen soll, kann ich da jetzt nicht so ganz draus identifizieren. Oh, es riecht aber ganz toll. Ganz, ganz toll. Oh, vielen, vielen Dank. So, und jetzt sind hier noch drei Rollen drauf. Da steht vielleicht gefallen drauf. Dann sie dir auch. Nee, sie auch dir, Entschuldigung. Und dann meine Favoriten. Und das sind drei so längliche Dinger. Die sind riesig. Riesig. Und dann noch so ein Special-Papier. Dieses lila Holo-Glitzer. Mega geile, umweltschädliche, aber richtig schöne Papier. Ich bin ehrlich, ist so. Aber ich finde es toll. Diese Folienverpackung, ich mag die gerne. Aber ich weiß ja, ne, auch wenn wir immer uns die Tauschpakete und so schicken und wir das einpacken, wie alle immer schimpfen in den Kommentaren. Ja, ist ja auch furchtbar, was wir treiben. Ne? Hm. Oh mein Gott, das ist groß. Soin du visage, Bifas, Lotion Tonique Sensi Fresh Face, ein Toner in 500 ml für sensible Haut. Das ist ein Riesending. Was ist das? Bifas oder Bifas? Sensi Fresh Gesichtswasser mit den feuchtigkeitsspendenden und schützenden Eigenschaften der Aloe Vera Pflanze wurde speziell für sensible Haut entwickelt. Alter, ist das groß. Und da ist das Papier, glaube ich, ein bisschen abgefärbt. Oh Gott, und das ist ein bisschen ausgelaufen. Ist manchmal so eine Sache, gerade wenn man so diese flüssigen Sachen verschickt, ne? Wahnsinn. Der ist einfach riesig. Riecht jetzt nicht so geil. Ist halt sehr natürlich scheinbar und Aloe Vera und so und 500 ml. Also ich weiß, dass es für Vanessa vom Kanal Mrs. Rosarot, ich glaube, der Toner schlechthin wäre. Also, ne, weil Aloe Vera. Und ich werde ihn mal verwenden. Wir probieren ihn mal aus. Alter, ist der groß. Dann habe ich das nächste. Das ist, oh, Entschuldigung. Das ist noch ein Toner. Lotion Tonique. L'eau d'Amamélis et la Fleur d'Oranger. Also mit Hamameliswasser und Orangenblüte. Purify, warte mal. Das ist Sensi Fresh und das ist Purify. Benutzt du das zusammen oder benutzt du das eins nach dem anderen? Ich weiß das nicht. Das musst du mir erklären. Da kenne ich mich nicht so mit aus. Alter, das ist schon mal ein Liter Toner. In 100 Jahren nicht. Was, ey? Das ist wahrscheinlich jetzt mein Tonervorrat fürs nächste Jahr. Ja,
aller guten Dinge sind wohl drei. Gentle Toning Lotion. Und das ist mit Rosenwasser auch bitte, ja. Also das ist ja voll mein Ding. Das ist absolut mein Ding. Das Rosenwasser benutze ich ja am liebsten als Toner tatsächlich. Also das ist mir durchaus bekannt. Das finde ich auch gut. Die anderen beiden werden getestet. Vorsichtig, aber sie werden getestet. Alexandra, du verrückte Nudel. Ernsthaft. Das ist schon wieder so krass, ne? Also, was in diesem Video verlost wird, habt ihr ja mitbekommen, ne? Alles Weitere dazu steht unten in der Infobox, weil ich habe einen Körper. Einen einzigen Körper. Und ich kann nicht so viel immer verwenden. Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Alexandra. Wie gesagt, mit dir habe ich schon geschimpft, wenn ich dieses Video gedreht habe, beziehungsweise wenn du das Video siehst. Ich werde aber erst mit dir schimpfen, nachdem ich dieses Video gedreht habe, nämlich jetzt. So. Ihr Lieben, ich glaube, es sind alle jetzt erstmal soweit versorgt. Ja, doch. Soll man wohl meinen, ne? Ich kann es immer noch nicht fassen, wenn ich auf diesen Tisch gucke und einfach wieder diese vielen Produkte sehe. Aber gut, ein Teil davon wird ja auch verlost. Das ist dann ja auch schon wieder ein Karton, der dann quasi verlost wird, ne? Egal. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Tauschpakete. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!